So, endlich ist es soweit. Ich darf beim Enzo sitzen. Lange hat es gedauert, aber wir haben es geschafft. Gefunden in deinem schönen Studio, wo wir gleich auch noch ein paar Bilder zeigen. Enzo, was machst du hier? Was mache ich hier? Ich mache hier. Ich bin hier fleißig jeden Tag Kunden am Arbeiten, so gesehen. Ich fülle die Nägel auf. Ich mache eine Neuanlage. Also ganz normal Nageldesigner. Fingernagelstudio mit Academy und bilde auch die Naildesigner, die es werden wollen, aus. Oder halt diejenigen, die sich perfektionieren wollen. Michaela war auch bei dir, ne? Unsere Lieblingsinfluencerin. Ja, war auch bei dir. Michaela war ja auch hier. Die hast du dann für die Messe in Düsseldorf vorbereitet, ne? Für die Meisterschaft. Ja. Das war echt ein geiler Tag, muss ich ehrlich sagen. Mit vielen kleinen Skills, die sehr, sehr viel gebracht haben, wie wir wissen. Und es war schon cool auf jeden Fall, dass sie da richtig abgerockt hat. Ja, so kleine Feinheiten, ne, die man dann nochmal gerade zieht und dann... Genau, es ist eigentlich wirklich, man muss ein bisschen um die Ecke denken und logisch bleiben mit dem, was man macht im Nail Design und das dann noch gezeigt bekommen, wie der Weg dahin funktioniert und das hat funktioniert und das war, glaube ich, wann war das? 2 Wochen vor der Meisterschaft? Genau. Es war ja alles sehr spontan von ihr. Sehr spontan. Ich habe gesagt, ey, Michaela, bitte komm vorbei. Ich werde dir da auf jeden Fall mal ein bisschen unter die Arme greifen und es hat sehr gut funktioniert. Also wir haben echt gejubelt und Party gemacht auf der Messe in Düsseldorf. Ja, mega, ich habe die Bilder gesehen. Ja, aber wie kommst du dazu, eine so krasse Influencerin, die echt schon gut in Nägeln ist, nochmal was beizubringen? Sag mal deinen Werdegang so. Du bist ja Weltmeister, ich nehme es mal vorweg. Ja. Genau wie Milena auch, ne? Ja, genau. Es gibt halt verschiedene Kategorien von Meisterschaften oder in verschiedenen Ländern, wo halt wirklich internationale Meisterschaften stattfinden. Und ich habe in Düsseldorf auf der Beauty International 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen, international gegen 24 Ländern. Und wie kann ich eine Michaela noch was beibringen? Ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Aber Erfahrung halt, ne? Erfahrung, ja, ich mache es jetzt 18 Jahre. 18 Jahre Nail Design und selber an sehr, sehr vielen Meisterschaften teilgenommen. Mittlerweile sitze ich in der Jury und da weißt du auch ganz genau, worauf du achten musst und wie du schneller und besser, effizienter ans Ziel kommst. Es geht ja halt hauptsächlich um Geschwindigkeit auch, ne? Oh ja. Und diese Geschwindigkeit erhältst du nur, wenn du Meisterschaften mitmachst. Mhm. Nur im Studioalltag wirst du niemals diese Stundentakttermine irgendwie hinkriegen. Und auf das Ergebnis, was du eigentlich gerne haben möchtest, kommen. Weil die Meisterschaften, du trainierst dein Auge, die Geschwindigkeit, die Perfektion im Ganzen und alles schön gleichmäßig hinzubekommen. Ne? Es bringt nichts, wenn du den einen Nagel so feilst und den anderen Nagel so feilst und in verschiedenen Schritten feilst. Es muss immer gleich sein. Ja. Mit dem Buffer, mit der Feile, mit allem. Mit allem, definitiv. Ja, alle Feilschritte nochmal. Genau, die Fallschritte sind wirklich mit dem Modellieren das A und O. Okay. Aber fangen wir mal von vorne an. Du sitzt hier in Hagen. Ich bin hier in Hagen. Genau, also quasi um die Ecke von mir. Ich wohne in Altena, du in Hagen. Also ja, wir haben uns durch einen göttlichen Zufall kennengelernt bei Nailflix. Ja. Das wird vielleicht auch noch ein Thema für ein anderes Video, aber da wollen wir noch nichts zu erzählen. Oder dürfen wir noch nichts zu erzählen. Ja, genau. Also das packen wir mal beiseite. Genau. Also da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Also alle, ne? Michaela, Milena und du haben uns da kennengelernt. Genau, richtig. Und es war auf jeden Fall eine spannende Zeit da und da haben wir auch festgestellt, dass wir quasi um die Ecke wohnen, ne? Und du ein Studio. Richtig, hast. Also du hattest damals ein Studio da in Dortmund. Mhm, genau. Und dann Frau, Familie und so weiter und Co. Mhm. Bist du dann nach Altena. Und das ist eigentlich, ist ein Katzensprung von einer halben Stunde. Also. Und trotzdem haben wir ein Jahr gebraucht, um uns zu sehen. Ja. Also viel busy, ne? Ja. Beide von uns. Ja, definitiv. Also wir haben echt viel zu tun. Vor allem du, ne? Du machst ja auch im Stundentakt deine Kunden weg, ne? Im Stundentakt arbeite ich meine Kunden oder anderthalb Stundentakt. Es kommt halt immer darauf an, was die Kundin haben möchte. Ne? Ja, genau. Das checke ich ab im Vorfeld, mache die Termine dann in diesem Sinne, so gesehen, ob eine Stunde oder anderthalb. Und die Kunden, die schon seit 10 bis 15 Jahren zu mir kommen oder länger, da weiß ich ganz genau, wie viel Zeit ich da einplanen muss. Also das ist wirklich schon noch Kunden von Anfang an? Ja. Ich habe Kunden, die sind bei mir, seitdem ich Nägel mache, also seit 18 Jahren ungefähr. Krass, also das Modell schon quasi.
Richtig. Ja. Das Modell, was ich damals angefangen habe, das ist die Tochter von dem Modell von meiner Mutter damals. Die macht seit 35 Jahren Nägel. War krass. Und das ist ihre Tochter und die kam dann zu mir. Mhm. Und die ist heute noch bei mir, ja. Heftig. Ja, ja, gute Arbeit lohnt sich, ne? Also man muss immer am Ball bleiben. Wirklich sagen, ja, am Ball bleiben, immer mit den Trends gehen auch, ne? Ja, das fällt mir manchmal schwer. Ja, ja. Ja, Shellac und sowas, ne? Ja, das ist halt so Shellac-Geschichte. Habe ich auch ein paar Kunden, das ist dann in 40 Minuten, eine halbe Stunde, mhm, ist das dann fertig. Aber es ist. Aber ich bin immer noch so der Mann, der aufbaut. Genau. Richtig schön Farbe drüber, damit es auch wirklich perfekt hält. Richtig. Und also, diese Shellac-Geschichten bin ich irgendwie nicht so. Ja, das kann man machen bei kurzen Nägeln, ja, oder wirklich stabilen Naturnägeln. Man sollte es auch nicht zu oft machen und nicht zu lange, weil Farbe drauf, ab, kann nach hinten losgehen. Also wie gesagt, diese Shellac-Geschichte oder. Muss man gut können, ne? Sonst werden die Nägel zu dünn. Soak-Off-Geschichte generell ist eine Sache, die sollte man nicht ein halbes Jahr lang als Laie in Anführungsstrichen machen, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Dadurch werden die Naturnägel natürlich immer dünner. Ja, ja. Und muss Profi ran. Muss ein Profi ran. Also es muss immer schön vernünftig gemacht werden und ein gutes Fingernagelstudio kann da immer helfen. Mhm, genau. Wo hast du das gelernt? Du hast es gerade schon gesagt, du hast Nägel gemacht. Wie bist du da drauf gekommen? Was hast du vorher gemacht? Wie hast du das gelernt? Ich bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig und habe es gelernt, gesehen, mitbekommen durch meine Mutter. Mhm. Meine Mutter macht seit 35 Jahren Fingernägel, plus minus. Und da habe ich die Basis gelernt, so mit 18 ungefähr. Okay. Einfach so just for fun oder deine Mutter gezwungen? Nein, die hat mich nicht gezwungen. Ich habe mit 17 die erste Schulung tatsächlich gemacht, aber da hatte ich mehr Frauen und Party im Kopf. Ja, ne? Genau. Und dann habe ich es erstmal beiseite getan. Hatte ich auch damals. Hab wirklich dann alles Mögliche gemacht. Ich habe im Immobilienbereich gearbeitet, ich habe Gastronomie gelernt, Restaurantfachmann. Okay. War dann halt ein Jahr lang als Kellner noch und Barkeeper. Mhm. Das habe ich dann auch wieder beiseite gelassen und von 17 bis 25 ungefähr war ich Tänzer. Mhm. War ich halt überall in irgendwo unterwegs am Wochenende und habe getanzt und für den Background. Ich glaube, du hast mal erzählt, dass du in irgendeiner Disco hier um die Ecke auch, ne? In Dortmund oder so? Ja, in Dortmund oder hier Tänzer in Hagen. Und also da war ich früher auch oft. Also, aber ich habe mehr den Fokus auf die weiblichen Tänzer gemacht und nicht auf die männlichen. Ja, deswegen. Es war eine gute Zeit, die man ja einfach mal immer wieder Revue passieren lassen kann. Im Endeffekt habe ich dann das Nail Design mit 18. Ich glaube, ich war fast 19, habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Habe halt vorher noch mal trainiert, ein halbes Jahr, meine Modelle gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Ja, und seitdem stetig. Also ging es auch relativ schnell, ne? Ja. Ja, bei mir auch. Also stetig immer trainiert. Genau. Bin dann an ein Team gelangt in Düsseldorf, Signature Nail International. Und da habe ich die besten Nail Designer meiner Meinung nach der Welt kennengelernt. Mhm. Und wir haben ein Team gegründet von ca. 8 bis 10 Nail-Designern und haben alle gleichmäßig gearbeitet und sind alle zusammen auf eine Meisterschaft gegangen, ob es in London war oder in Italien oder hier in Deutschland. Wir haben halt dann uns gegenseitig immer angesporen, zusammen trainiert und wurden immer besser und jeder von uns hat hier und da mal eine Meisterschaft gewonnen. Okay, cool. Und ich habe dann halt in London gewonnen, in Italien gewonnen, Rom, Mailand halt. Und in Deutschland eine Europameisterschaft. Ist ja auch Italiener, ne? Genau. Ich habe dann in Italien ich war der beste italienische Nail Designer auf einer Meisterschaft. Mhm. Dadurch habe ich mich qualifiziert für die Meisterschaft in Düsseldorf, für die internationale. Dafür muss man sich qualifizieren? Genau, oder? Damals musste man sich in jedem Land qualifizieren, damit man auf die Weltmeisterschaft in Düsseldorf überhaupt antreten kann. Ah, also noch deutlich schwieriger, ne? Genau, du musstest schon wirklich entweder in Deutschland oder ich habe jetzt in Italien gewonnen. Hab dann für Italien so gesehen die Weltmeisterschaft auch gewonnen in Düsseldorf. Und Anna Pagel, meine Kollegin, die war auch auf der Meisterschaft und die hat für Deutschland gewonnen vorher. Okay, krass. Ja, genau. Und sind wir gegeneinander angetreten. Okay. So gesehen. Und du hast knapp gewonnen. Ich habe knapp gewonnen, sagen wir jetzt. Ja, mega. Und dann, wie ist es weitergegangen? Hast du dann bei deiner Mutter gearbeitet erstmal, glaube ich, ne? Ich habe erstmal natürlich im Studio meiner Mutter gearbeitet, war ja auf der Hand, ne? Ich hatte alles, es konnte nicht in die Hose gehen.
Ich musste kein Geld investieren. Ich musste einfach nur starten. Mhm. Alles war da und ich musste nur starten. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre es einfach eine Plus-Minus-Null-Geschichte geworden. Aber es hat sich sehr gelohnt. Ja. Und ich habe innerhalb von 2 Jahren, am Anfang war ich mobil unterwegs. Mhm. Ah, okay. Echt? Das hast du auch durchgemacht? Ja, 1 Jahr lang ungefähr. Wie war das? Mühsam. Cool. Im Endeffekt habe ich es dann nicht mehr gemacht, weil ich so viele Kunden hatte, weil die Zeit, wenn ich hinfahre, aufbaue, abbaue, in der Zeit mache ich ja schon eine Kundin im Laden. Mhm. Ja, genau. Und somit habe ich es dann... Das ist halt eigentlich teurer, müsste das dann sein, ne? Definitiv. Also ja. Du musst halt, klar, ne, Spritkosten, alles, die Schlepperei musst du alles mit reinrechnen. Genau. Und dann habe ich halt die Kunden gebeten, dann ins Studio zu kommen. Mhm. Und habe dann da ganz normal weiter aufgefüllt, Neuanlagen gemacht oder wie auch immer. Die Kunden zum Beispiel, 2 von denen sind auch immer noch da. Mhm. Das sind immer noch meine Kunden. Die kommen jetzt ins Studio. Ja, krass. Ja. Cool. Es ist ja schön, dass ich mal einen Mann hier sitzen habe. Du siehst ja auch nicht aus wie ein Eimer Knete. wenn du zu den Frauen nach Hause fährst, hast du da schon mal was erlebt? Oder, zu den Frauen nach Hause, ob ich da schon mal was erlebt habe? Nee, im Grunde genommen war immer alles easy going, alles cool. Okay. Und, nicht, dass die Männer dann eifersüchtig waren, wenn dann so ein Typ da durch die Haustür reinkommt und dann sagt, ja, ich nagel jetzt deine Frau. Hey, zum Glück war es nicht so geil. Aber es waren schon mal eifersüchtige Männer auf jeden Fall im Background. Mhm. So, wenn man merkt das ja. Ja, genau. Ja. Warum kommt deine Kundin nicht mehr zu dir ins Studio? Ja. Wenn der Mann vorher da war oder der hat sich dann im Instagram oder weiß der Kuckuck irgendwo im Google über mich informiert und hat gesehen, wer das überhaupt ist. Und ich glaube, da waren schon 1, 2, 3 Frauen dabei, die dann nicht mehr zu mir durften. So, aber es ist schon, so, okay. Ist schon schwach, oder? Ja, ja, genau. Ist schon, ja. Also, dass die Frauen sich das dann sagen lassen in dem Moment, wenn man es mal genau auf den Punkt bringen möchte. Aber es war jetzt nicht tragisch. Also ich habe meine Frau ja im Studio kennengelernt. Also, ich habe meine kennengelernt beim Feiern. Beim Feiern oder beim Arbeiten, Tanzen? Beim Feiern. Okay. Beim Feiern. Also ganz klassisch. Genau. Danach habe ich sie dann halt als Kundin gewonnen. So schnell kann es gehen, ne? Werbung richtig. Beim Feiern. Ja, sehr gut. Und du hast jetzt ein Kind, bist verheiratet. Ja. Das volle Programm, ne? Ja, 2 Kinder. 2 Kinder, ein Hund, eine Frau, eine Familie. Ja, sehr cool. Ja. Genau. Und wie bringst du das alles unter einen Hut? Also ich, für mich persönlich, wenn ich jetzt noch ein Studio hätte, würde ich sehr rotieren. Mhm. Wie machst du das so? Ich bringe alles unter einen Hut, so gut es geht. Du hast ja auch noch einen Shop, ne? Werden wir auch gleich noch mal ein paar Sachen sehen. Ja, genau. Du wirst uns auch noch ein paar Sachen zeigen. Ist ja schon einiges, was du hier aufgebaut hast. Mittlerweile, ich habe ne? seit Anfang des Jahres, habe ich 2 Shops. Mhm. Einmal nailscompany.de, ich mache die Vertretung für Nails Company seit Anfang des Jahres und habe... Für Deutschland? Für Deutschland, für komplett okay. Deutschland. Und habe parallel meinen eigenen Shop mit meinen Produkten. Da ist nicht so viel Auswahl, aber speziell die Produkte, die ich auch bei mir im Studio benutze, wo ich wirklich darauf hingearbeitet habe, dass ich die auch an den Mann bringen kann, so gesehen, oder an den Kunden. Also deine Qualität, die meine Qualität, die sehr hoch ist, möchte ich gerne auch anderen Nail-Designern bieten können. Ja. Und jetzt habe ich 2 Shops. Einmal meinen eigenen, Vincenzo Rossello, und einmal Nails Company. Alles nochmal in der Videobeschreibung, schaut da mal vorbei. Richtig. Genau wie der Instagram-Account von dir. Ja. Da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, sehr interessant. Da ja, auf jeden Fall. Kann man auch ein bisschen was von der Familie sehen und so. Ein bisschen ne? von der Family und die Arbeit, das bringe ich auch alles unter einem Hut. Genau. So mehr mal weniger bei Instagram. Und wie bekomme ich das alles unter einem Hut? Ja, ich bin halt stetig hier von montags bis freitags. Wochenende ist Family Time oder Schulungszeit. Wie oft im Monat machst du das? Oder Schulung? Ja, jetzt war die Sommerpause und so gesehen jetzt ab September, jetzt in zwei Wochen gebe ich wieder eine Schulung hier im Studio. Und ja, da habe ich 2 Basisschüler tatsächlich, okay. die das lernen möchten, von der Pike auf. Mhm. Und da bin ich schon gespannt, wie es wird. Was bietest du für Schulungen an? Basisschulungen, die gehen so 4 Tage, wo wirklich ein Wochenende trainiert wird, 4 Wochen Pause. In der Pause wird dann halt für sich trainiert, derjenige. Ja. Und danach wird der zweite Teil der Basisschulung ablaufen, wo dann nochmal weiter in die Materie
in der, also weiter in der Das System habe ich auch mal ausprobiert bei mir, aber es ist, die Leute haben einfach nicht geübt zu Hause. Das ist dann selbst schuld. Ja. Also die haben stetig Kontakt mit mir, die schicken mir auch Fotos, ich kommentiere die, ich sage, ey, du musst hier und da noch mal ein bisschen was verbessern, sonst kommst du nicht an dein Ziel. Ja. Ja, wenn die nicht trainieren, es ist an dir da draußen gelegen, wie gut du sein möchtest. Ja. Soll es deine Passion werden, hast du Spaß daran oder nicht? Das erfährt man dann in der Basisschulung. Ne? Also ich hatte auch schon Basisschulungen, die waren dann fertig damit und nach 2 Monaten ist nichts mehr passiert. Also kannst du auch gleich das Geld verbrennen. Und ja, das genau. ist nicht der Sinn der Sache. Ja, das hatte ich auch sehr, sehr oft. Also man muss wirklich dranbleiben. Also ich habe immer gesagt, so 50 Leute muss man mindestens mal die Nägel gemacht haben, um dann zu wissen, ob es das ist oder nicht. Ja, und im Endeffekt darf man nicht so schnell den Kopf in den Sand stecken als Nail-Designer, wenn wir gerade am Anfang. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, alles, was du 365 Mal im Jahr gemacht hast, geht in Fleisch und Blut über. Ja, ja, genau. Sie hat recht. Ist auch so. Und wenn du innerhalb von ein paar Monaten merkst, okay, das ist doch nichts für mich, gut, dann ist es so. Vielleicht machst du dann so ein bisschen Kohle, Geld mit Modellen oder Kunden zu Hause, machst dich eventuell selbstständig oder nicht und bleibst im kleinen Unternehmerbereich. Ja. Das kannst du machen, um wenigstens das Geld wieder rauszuholen, was du investiert hast für die Schulung.